Du lernst in diesem Video deinen Hochzeitstanz völlig ohne Stress. Wir zeigen dir drei einfache Bewegungen für euren Hochzeitswalzer und drei Tipps, wie euer erster Tanz zu einem echten Erfolg wird. Wir sind Jenny und Thomas von der Tanzschule Schwebach und wir zeigen dir gleich Bewegung Nummer 1, das Wienerwalzer Engel, die Basisfigur. Du kannst sofort mitmachen, also gleich aufstehen und mittanzen. Nehmt euch gleich in eine liebevolle Umarmung, diese Hände hier gefasst, die andere Seite umarmt am Schulterblatt und sie legt ihren linken Arm gemütlich ab. Und am besten ist, ihr stellt euch genauso auf wie wir beide, also ich als Führender blicke so schräg in diese Richtung und unser Anfangsimpuls geht links zur Seite und wir brauchen für alle drei Bewegungen einen einzigen Schritt, nämlich den Pendelschritt, wo ich sie zur Seite mitnehme. Wir tanzen seit heran, seit heran, seit heran. Und die Basisbewegung, unser Wienerwalzer Engel, da bleibt die gefasste Hand gefasst. Die umarmte Seite lösen wir. Ich drehe die umarmte Seite langsam weg und sie spiegelt mich, dreht sich auch langsam weg, bis wir auf einer Linie nebeneinander stehen und es ergibt sich die Bewegung auseinander, zueinander, auseinander, zueinander. Während dieser Bewegung kann ich mich auch langsam rückwärts bewegen, sie wird sich vorwärts bewegen und dadurch kommt man zu allen Gästen einmal im Blickkontakt. Man kann das Engel auch noch stylen, indem ich die freie Hand anbiete, sie spiegelt und gibt mir auch ihre Hand und wir schwingen und drücken und schwingen und drücken, freies Bein immer heranführen, die Blicke einmal zum Partner und zu den Gästen und wenn ich das Engel wieder beenden möchte, drehe ich mich langsam zu ihr mit einer einladenden Handbewegung, nehme sie wieder in den Arm und wir sind wieder in der Umarmung und können auch in der Umarmung drehen oder können auch in der Umarmung beide in dieselbe Richtung schauen. Ideal für jedes Foto, während wir unseren Wienerwalzer tanzen. Und jetzt das Ganze gleich mit Musik. Seitwärts nach links geht's los. Ich gebe den Anfangsimpuls mit meiner rechten Hand. Die gefasste Hand bleibt gefasst, die umarmte Seite löst sich, wir drehen langsam auf und bleiben im Pendelschritt. Wir bieten die freie Hand an, wir drücken und schwingen. Gerne auch das Engel langsam drehen, ich bewege mich rückwärts, sie bewegt sich vorwärts, wir bleiben auf einer Linie. Und wenn ich wieder langsam zu ihr drehe, dreht sie zu mir. Wir bleiben im Pendelschritt, ich nehme sie in den Arm. Wenn das Wienerwalzer Engel als Basisfigur klappt, kommen wir gleich zu Bewegung Nummer 2, dem Bauchstreichler für ihn. Eine ideale Figur für alle genussorientierten Männer und wir lernen es gleich gemeinsam mit euch. Macht gleich direkt mit und lasst uns gemeinsam mal in der Engelposition nebeneinander aufstellen, sie ist links von mir. Und am Anfang spazieren wir den Weg nur mal durch, um zu sehen, wer kommt an welche Position. Die Hand in der Mitte, die bleibt etwas tiefer. Meinen rechten Arm führe ich über die gefassten Hände drüber und mein Weg geht hinter ihr vorbei. Und während ich mich da hinüber bewege, lege ich mir ihre Hand an die Körpermitte, an den Bauch, deshalb Bauchstreichler. Sie geht vorwärts um mich rum. Ich bewege mich hier vorbei, biete ihr meine Hand an, sie streicht am Arm hinunter und wir landen wieder nebeneinander, jetzt in der anderen Raumrichtung. Da können wir das Gleiche nochmal probieren. Gefasste Hand etwas tiefer, rechten Arm über die gefassten Hände. Ich bewege mich hinter ihr vorbei, lege die Hand an den Bauch, streicht rum und wir landen wieder in dieser Hand. Wenn wir das gleich mit Schritt probieren, tanzen wir zueinander los, das heißt zueinander, auseinander und dann für den Bauchstreichler verwenden wir zwei Takte. Wir tanzen erster Takt Tap, zweiter Takt Tap und dann sind wir wieder zueinander, auseinander. Genauso die Dame, sie tanzt mit dem rechten Fuß vor Tap und linker Fuß vor Tap und bei mir ist es einmal der linke Fuß, einmal der rechte Fuß, einmal linker Fuß, rechter Fuß Tap und dann rechter Fuß und mit dem linken Fuß Tap und so stehen wir wieder in unserer Engelbewegung, jeweils in einer anderen Raumrichtung. Das probieren wir gleich mit Musik aus. Wir starten mit unserem Basisengel, drehen uns langsam in die Engelposition und nach dem Auseinandertanzen Hand drüber, seitlich rüber.
Bauchstreichler so oft er möchte. Er tanzt hinter ihr vorbei und macht das besonders genussvoll, wenn er sich die Hand zur Körpermitte führt. Und eine kleine Minifigur haben wir noch für euch, die Damendrehung. Bei der Damendrehung darf sie jetzt endlich drehen und wir können das super kombinieren zur ersten und zweiten Bewegung. Für die Damendrehung dreht euch wieder genauso wie wir schräg dorthin und wir besprechen auch hier mal am Anfang den Weg. Zuerst wird die gefasste Hand zur Handfläche geformt als Signal und die Führung geht dann deutlich zur Seite, damit sie unterm Arm durchdreht, bis sie seitlich neben mir auf einer Linie steht für unsere Engel-Basisbewegung. Ja, und wenn wir das gleich gemeinsam mit dem Pendelschritt probieren, dann tanzen wir wieder seitwärts beginnend los. Wir tanzen 1, 2, 3, hier kommt das Signal und wenn ich den Schritt dorthin über tanze, kommt auch die Führung mit der Hand und wir tanzen 1 Tap, 2 Tap, sind jetzt gemeinsam auseinander, tanzen zueinander, auseinander, nehmen diese gefasste Hand schön tief hinunter und die andere Hand zum Drücken. Wie tanze ich da jetzt weiter? Ich tanze zueinander zur Umarmung, ja, das Ende vom Engel, oder ich kann in dieser Position auch gleich mit dem Bauchstreichler fortsetzen und so gesehen diese zwei Bewegungen auch wunderbar kombinieren. Wir zeigen es euch mal für die Damen aus dieser Perspektive und laden euch ein, probiert es direkt mit uns mit. Seitwärts geht's los, hin und her und hin, das Handflächensignal, dann 1 Tap, 2 Tap, zueinander, auseinander, zueinander und in der einfachsten Endung drehen wir wieder langsam zueinander in die Umarmung und gerne auch eng beisammen tanzen. Probieren wir gleich mit Musik aus. Wir tanzen ein Hin, ein Her, ein Hin, ein Handfläche und Schritt Tap, zueinander, auseinander, zueinander, auseinander und wieder in die Umarmung. Und das lässt sich auch wunderbar kombinieren mit der Bewegung Nummer 2. Damendrehung und Bauchstreichler. Dann wieder zueinander drehen. Damendrehung und Bauchstreichler. Und jetzt kommen noch drei wichtige Tipps für euren ersten Tanz, für euren Hochzeitstanz. Die solltet ihr unbedingt vorher überlegen. Drei Fragen sind es mehr oder weniger. Erste Frage, was macht ihr als Intro und als Outro? Wie kommt ihr von eurem Sitzplatz in die Tanzflächenmitte? Und genauso, was passiert am Ende eures Hochzeitstanzes? Was gibt es da für eine Schlusspose? Hier gibt es vielfältige Ideen, von ganz einfach bis pfiffig und kreativ. Aber wichtig ist, dass man sich überlegt, um dann eine gute Lösung zu haben. Tipp Nummer 2, wie lange soll euer Hochzeitstanz sein? Hier ist unser wichtigster Ratschlag, in der Kürze liegt die Würze. 1,5 bis 2 Minuten reicht völlig aus für ein gutes Erlebnis für eure Gäste. Wenn euer erster Tanz länger dauert, heißt das nicht, dass er dann noch besser ist. Nehmt euch lieber einen kurzen Tanz vor. Ein Lied reicht völlig, vielleicht ein zweites dazu und die Wirkung ist optimal. Tipp 3 ist unser wichtigster Ratschlag für euch. Nehmt euch keine feste Choreografie vor, nehmt euch keine fixe Reihenfolge eurer Schritte vor. Das ist euer persönlicher Moment, den ihr zu zweit genießen solltet. Und unser Tipp wäre, nehmt euch am besten 3 bis 5 kleine Elemente, die ihr beliebig aneinander reiht und verbringt so euren ersten Tanz und genießt ihn. Das wird auch das sein, was eure Gäste spüren und ihr habt nicht den Stress, dass ihr euch eine Choreografie merken müsst an einem Tag, wo sowieso schon genug zu denken ist. Also keine fixe Choreografie, einfach ein paar schöne Elemente aneinander reihen und ihr werdet richtig Spaß haben zu zweit. Und jetzt zeigen wir euch nochmal alle drei Bewegungen im Schnelldurchlauf und geben euch noch einen Ausblick, was man sonst noch alles beim Walzer tanzen kann. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, zu welchen Themen wir noch ein Video für euch drehen dürfen und schaut auf danceflix.at, unsere neue Tanz-App für wirklich entspanntes Tanzen. Oh.
knows my hand shake. And you are the reason my heart keeps bleeding. But I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachtanzen. Schaut euch das Video gern öfter an, bis es klappt. Und alles Gute für euren Hochzeitswalzer.